Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu, ja, ein Let's Play bei mir auf dem Kanal. Es gibt wieder Let's Plays, yay! Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wie ihr seht, spielen wir Prey. Ist heute rausgekommen, heute Morgen um 5 freigeschaltet, wir haben es jetzt gerade um 12. Bin heute Morgen von, oder um 1 haben wir es jetzt, bin heute Morgen von der Arbeit gekommen. Wollte es eigentlich heute Morgen gleich spielen, aber ich war echt so müde, dass ich mich ein paar Stunden hingelegt habe. Und deswegen werden wir das jetzt spielen. Ich werde heute 3 Folgen machen, 20 Minuten, also eine Stundenfolge. Und die nächsten Tage wird es dann immer längere Folgen geben. Mal schauen, oder mehrere Folgen, mal schauen, wie ich es machen werde. Zu dem Spiel, ich kann nicht so viel zu dem Spiel sagen. Es ist, glaube ich, von den Machern, die auch Dishonored gemacht haben. Mehr kann ich eigentlich nicht groß sagen. Es ist ein sehr interessantes Spiel, sehr gutes Konzept, hat gute Kritiken bekommen. Ja, ich habe leider mir noch nicht so viel davon angeschaut. Ich wollte mich da mal komplett überraschen lassen. Ich war mir auch nicht so lange klar, ob ich es mir holen werde oder nicht. Guck mal, das hat bei ihm ist hinten ein schwarz-weißes Kissen, bei ihr ist ein gold-weißes Kissen. Mir ist schon mal zum Beispiel nicht klar gewesen, dass man hier zwischen Mann und Frau wählen kann, aber ich spiele mal eine Frau. Einmal im Leben eine Frau. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Gar nicht mehr so lange hin. Oh, das war so schöne Musik. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Anleitung zur Installation von Neuromods. Warnung, Neuromods sollten unter kontrollierten Bedingungen zertifizierte Transstar-Techniker installiert werden. Nach der Prozedur können leichte Unwohlsein, Schwellungen und Augenröten auftreten. Entfernen Sie nur okay. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Aus wie bei mir zu Hause. Liegen auch die Handtaschen rum. Sprachsynthese und Erzeugung natürlicher Sprache. Richtig. Wie sieht's aus? Räum mal deine scheiß Bude auf. Und hier, Pizza. Und hier. Du kannst die Scheibe nicht machen. So, was haben wir hier? Auszugehörige mit einer Repraktion werden wir in die Grundlagen moderner. Okay. Das ist so unwichtig. Mit A klettert man. Objekt benutzen. Das Arbeitszimmer erhält ein Öffner, um mehr zu erfahren. Arbeitsterminals. Viele Daten haben ihre eigenen Arbeitszimmer. Für gesperrt brauchst du ein Passwort. Suche in der Briefe nach Hinweisen und setze gefälscht um die Anmeldung. Okay. Objekt benutzen. Morgan You. Oh, ich habe 3 E-Mails. Oh, cool. Gratuliere und willkommen. Hallo Morgan, hat mich sehr gefreut zu hören, dass Sie bald an Bord kommen werden. Ihr erster offizieller Arbeitstag ist Montag, der 15. März. Aber vorher haben wir eine Reihe von Trainingseinheiten für Sie, die alle neuen Mitarbeiter nur ein paar Dinge, die Sie eben im Orbit vorbereiten werden. Wir haben eine spannende Zeit. Sie haben einen guten Flug und bis bald. Thanos Tage. Lieferung. Hallo, ich habe dir ein Paket mit allem, das du an den ersten Tag brauchst. Uniform, Transcribe und ein Neuromat. Sehe das Neuromat bitte gleich. Wir wollen am Anfang einen Test laufen lassen. Ich melde mich später dann. Bis dann. Hey, ich habe gerade mit Mama und Papa, wer ist denn das? Alexio, okay. Telefoniert. Sie können nicht zum Start des Shuttles kommen. Sie sind in New York Firmenzeug. Aber sie senden beste Grüße. Ich glaube, Mama ist ein bisschen verstört, weil ihre beiden Kinder zur selben sind. Also, sie meinte, du sollst dich benehmen und auf deinen großen Bruder hören. Okay, eigentlich hat sie gesagt, ich soll mich benehmen und auf dich hören. Aber so viel zu Mama. Naja. Alle sind begeistert von deinen Plänen und von da oben. Also mach dich bereit und ruf dich wahrscheinlich morgens an, um sicher zu sein, dass du auch wach bist. Dann bist du morgen, okay.
Ist das die PlayStation 18? Jawohl, es war doch 200. Was ist Galactic Conquerors. Das Bild erinnert mich ein bisschen an Dishonored 2, was wir eigentlich auch nochmal spielen müssen. Frag Hebekraft 2. Herzlichen Glückwunsch, morgen. Treffe ich die Flasche? Nein, treffe ich nicht. Treffe ich jetzt die Flasche? Nein, treffe ich nicht. Ah, okay, mit Y können wir Schränke durchsuchen. Ist aber cool gemacht. Im Herzen eines Vox. Okay. Da treffe ich jetzt die Flasche. Die Flasche ist weg. Die Flasche ist weg. Wo ist die Flasche hin? Der erste Tag. Zieh deine Trendstar-Uniform an. Ach. Schön Leder. Nice. Steige in den Helikopter auf. Oh, Fischi. Weißt du, wo Nemo ist? Hm? Weißt du nicht. Okay. Geschlossen. Guten Morgen, Miss Yu. Hallo, wer bist du denn? Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Okay. Okay. Dann kann man dann rutschen. Aber ich habe eine Stamina-Anzeige. Okay, also ich kann nicht unendlich rennen. Wie lange braucht die zum Regenerieren? Oh, das geht ja alles. Hä? Dach. Ja, ich spiele mit Controller, deswegen werde öfters mal passieren, dass ich anstatt X drücke, also mit wie heißt hier? Xbox-Controller, deswegen kann es öfters mal passieren, dass ich hier. Das hatte ich mir angeguckt, aber. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Sieht aber komisch aus.
Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Bleib doch mal stehen. Nur dir angucken. Meine Instrumente sind für Echtzeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Keine Sorge. Fliegst denn du? Ich verpasse nichts. Wie schwebst du denn? Soll ich die Position wechseln? Wir sind alle gespannt, wozu sie fähig sind, Dr. Yu. Zumindest ich. Folgst du mir? Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Okay. Danke. Yay, ich freue mich. Ich freue mich. Yay. Freue mich. Morgen. Endlich. Na, Freddy? Alex, you. Hey. Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Okay. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Okay. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihre Schwester wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Willst du dich mal umwenden, wenn du sprichst? Wir sehen uns danach. Fetti. Fetti, fett, fett. Fetti, die fett, 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 fett. Dr. Yu. Entschuldigung, ich musste gerade kurz. Die wissenschaftliche Methode. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihnen in weniger als 10 Minuten eine Mathematik auf den Himmel einsparen könnte? Oh, das wäre schön. Ich würde sagen, das ist Unsinn. Das ist der erste Gedanke, den mir nicht. Okay. Ist nicht so wichtig. Testing Rooms. Hallo? Guten Morgen, Morgan. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut, fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Hier sind keine Kisten. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Hier ist kein roter Knopf. Jetzt ist ein roter Knopf da. Wunderbar. Yay. Das ist. Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Und du? Seht mich nicht. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Ihr seht mich nicht. Sehen Sie? Sie versteckt sich hinter dem Stuhl. Du bist aber schlau. Ja, ich. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine. Hallo? Nein. In Ordnung. Hallo? Ihr seht mich nicht. Tut mir hier leid. Bin ich. Wir machen ich bin weg. Morgen. Hier bin ich. Hier bin ich weg. Hier bin ich. Sie machen das toll. Danke. Mach auf die Tür, macht auf die Tür, macht auf die Tür, macht auf die Tür. Ich bin rüber. Oh, ein Knopf, was kann ich hier machen? Zwei Knöpfe. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Wieso? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist doch an.
Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Oder spiele ich doch mit Tastatur? Ich weiß noch nicht, ob ich mit Tastatur spielen soll. Ich will die Controller. D. Hey, du, willst du ein D haben? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Setzen. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Setze ich? Gute Arbeit. Danke, ich kann mich hinsetzen. Vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie was Neues. Oh. Das war vergeuscht. Gut, Sie haben den Dreh aus. Weiter so. Sie wotten für Ihre Taten zum Tode. Was fühlen Sie? Ich habe Angst, weiß nicht, ich bin wütend. Jemand hat das Recht dazu, ich bin ruhig. Das war es wert. Oh, nicht einfach. Yep. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Minuten, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an einem anderen ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Lieber einen Tod als 5 tot. Weiter. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen. Sie stehen auf einem Bahnsteig neben einem Dickleigen. Wenn sie ihnen aufs Gleis kommt, der Zug rechtzeitig zu stehen. Natürlich den dickleigen Mensch stoßen. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen. Was? Sie können den Zug nehmen, wenn sie aufs Gleis stehen, aber das wird ihnen ihren Tod. Immer den Dickleigen, ne? Wo soll ich denn springen? Ich würde sicher dasselbe tun. Ja, siehst du? Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehr seltsam, das Ganze hier. Sehen Sie sich ganz genau an. Oh. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Hast du das gesehen? What the fuck? What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Was war das? Warum haben die sowas? Warum ist das eine Kaffeetasse? Die Killer-Kaffeetasse. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs.